Okay, ein grünes Glücksfragment diesmal. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als nach rechts zu gehen. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir hier zum Ende, sag ich jetzt mal. Der Dungeon ist sehr linear, wenn ich das mal anmerken darf. Eigentlich sind alle Dungeons immer linear. Nein, eigentlich nicht. Aber der Dungeon ist verdammt linear. Wirklich. Das war eigentlich dumm. Jetzt darf ich hier warten, bis das Teil wieder aufploppt. Okay. Wow. Und durch. Durch vor allem, ja. Welch ein Zufall, dass sie genau so lange brauchen, bis sie umkippen, die Teile. Ja. Welch Zufall. Ja, das war auch schlau von dir, Mr. Toast. So. Das Herz mir holen. Ich will das. Na toll. Ich hätte mit dem Saugnapf holen können. Flom, flom, ein Rubin und ein Herzchen. Yay. Okay, hier. Ach Gott. So. Okay, wir können natürlich auch Teile, die schon umgedreht sind, nochmal umdrehen oder so ähnlich. Macht natürlich Sinn, irgendwie. Flop. Und flop. Okay. Okay, jetzt wir hier, deswegen ist es kein Nebel. Fledermaus, komm doch her. Komm doch her. Ich frag mich, was passieren würde, wenn ich jetzt mal die Autofeuertaste anmache. The hell? The game is fucking freaking out. Ich meine, die haben da tatsächlich kein Limit dazu gelegt. Moment, die haben echt kein Limit dazu gelegt, wie oft man das Schwert schwingen kann oder wie schnell oder. Ich sag euch, das ist die Autofeuertaste, ja? Also der Turbo-Button praktisch für A. Alter, das ist ja mal. Alter, das ist ja... Wow. Wie ist denn das dann bei R? Okay, das L, das macht nichts. Hört ihr diesen kleinen... Dieses kleine Geräusch? Das ist das Greifgeräusch praktisch. Okay, das ist geil. Irgendwie. Okay, aber das mit A... Das... Das ist immer noch... Das ist ja... Boah. Okay. Vergessen wir es. Machen wir weiter. Alter. Weil ich wusste ja, dass man das Schwert verdammt schnell schwingen kann. Aber dass das so geht, dass man praktisch... Also... Wow. Okay. Ich bin gerade verdammt... Ja, seht ihr? Ich kann schon gar nicht mehr reden. So erstaunt bin ich. Wehe, du triffst mich. Danke. Gut. Die Fledermaus interessiert mich. Doch, die interessiert mich. Ich will sie töten. Können wir damit eigentlich einen Gegner töten? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre irgendwie awesome. Okay, will ich da runter? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nochmal runter. Wow. Blub. Und ein grünes Glücksfragment. Dankeschön. Und ich darf zurück. Und... Au. Au. Okay, und jetzt aber. Ja, klar, ich hätte vorher hier lang gehen können müssen, da, weil da ist eine Truhe und so, ne? Und ich möchte ja hier so möglichst viele Prozente. Also 100% werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann es versuchen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber so viel wie möglich Prozente möchte ich haben. Was heißt Prozente? Am Ende werden ja keine Prozente angezeigt. Aber ja, gut, egal. Warum jetzt Telefon? Bis gleich. So. Solltest du in Zukunft öfter telefonen, hoffe ich... Das war dumm. Hoffe ich, dass wir das ignorieren können. Weil... Einfach... Just ignore it. Ich ignoriere es auch. Ich versuche es zumindest. Ich habe Hunger, verdammt. Schlau. Schlautaust. Flip. Bram. Gut. Bald haben wir dann... Ich habe natürlich mein Handy auf Vibrieren geschalten, aber wenigstens nicht auf Dingens. Kann ich das lautlos stellen? Natürlich nicht. Kann ich natürlich nicht machen. Nur klar. Also, damit es nicht mehr vibriert. Aber hey, das. Ich denke mal, das Vibrieren wird mit aufgenommen und das hört man und das ist doof. Okay. Eingegangener Anruf. Um 10.35 Uhr. Wow, der Toast diesmal um diese Uhrzeit wach. Ja, ausnahmsweise auch mal ziemlich früh. Jetzt schaut mal seine Augen an. Was ist mit seinen Augen los? Ich glaube, er hat Angst oder so. Keine Ahnung. Flip. Achso, natürlich kommen wir da nicht rauf. Aber
Wir können das da machen. Flop, 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 flop. Einfach zurück und einfach da hoch. Nöp. Okay, wir haben eine Truhe und das sind... Na toll, hallo. Ich habe noch keine große Geldbörse, vielen Dank. So. Was genau müssen wir jetzt machen? Wir müssen hier rauf, glaube ich. Dum, 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 dum. Okay, und jetzt müssen wir uns ein bisschen mit Wirbelwinden unseren Weg zum großen Schlüssel hoffentlich machen, falls ich den nicht vergessen habe irgendwo. Ich glaube nicht, nein. Nein, 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 den habe ich nicht vergessen. Es geht schon so hier lang, wie ich sage. Und flop. Ja, mit R können wir auch abbrechen, diese Aktion. Da sagt sich dann Ezelo, nee, jetzt keinen Bock mehr, weil der hat gesagt R. Und wenn er R sagt, dann habe ich keinen Bock mehr. So, flop. Das könnten wir jetzt auch einfach über der Lava machen. Hey. Aber mach ich nicht. So, hier gibt es eine große Schlüssel. Ach ja, in großer Truhen können natürlich auch große Schlüssel sein. Er öffnet große Schlösser. How obvious. Hey, so nicht. Flop. Le Red Portal. Falls wir irgendwie in irgendeiner Weise sterben sollten, was ich nicht glaube. Weil der Boss ist einfach, aber trotzdem geil. Okay. Noch mal kurz ein bisschen auffrischen. Oh, und eine Fee. Ich will die Fee. Okay, falls wir noch eine Fee bekommen, möchte ich sie im Glas haben. Das Wasser hier kann ich nämlich irgendwie nicht gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Hey, nicht schieben, werfen. Noch keine Fee. Herz. Noch keine Fee, Herz. Herz. Warum sammle ich die überhaupt auf? Fee! Yay! Du hast eine Fee angefangen. Sie hilft dir, wenn du am Ende bist. Am Ende. Okay. Natürlich brauchen wir das Item beim Boss. Macht ja irgendwie Sinn. Also runter da in den Lavasee. Wir landen natürlich lustigerweise daneben. What? Ausrufezeichen. What the fuck is that? Das war so der geilste Boss überhaupt irgendwie. Also, ich fand den so cool damals. Also, ich habe das Spiel meistens manchmal nur angefangen und wieder neu gespielt bis zu diesem Zeitpunkt, nur um den Boss hier zu sehen. Auch die Art, wie man ihn bekämpft, ist ganz cool. Also, wir müssen hier mit dem Wirbelstab das Teil auf ihn draufhauen, dann auf ihn drauflaufen und dann... Mal sehen. Wow, damit machen wir Schaden. Also, mit diesem Turbo 1 machen wir Schaden. So unglaublich es klingt. Okay. Okay, hier ist ein Herz plötzlich auf jeden Fall. Na gut, jetzt vergrößert sich jedenfalls der Lavasee. Und ja. Und der ist wieder da. Und jetzt macht er Outrage Mode. Gut. Outrage Mode vorbei. Wir können. Flop. Hey. Und dann. Ich möchte das echt versuchen. Okay. Wow, verdammt. Ich möchte das echt mit diesem Autofeuer machen. Das ist zwar billig, aber hey. Outrage Mode Nummer 2. Das sieht so geil aus, einfach. Aber für Game Boy Advance, verdammt geil. Nicht, dass der Game Boy Advance jetzt schlechte Grafik hat oder so. Hey. Hä? Warum? Okay, ich durfte ihn nur zweimal treffen, warum auch immer. Man hat mir verboten, ihn mehrmals zu treffen. Irgendwo ist ein Herz. Da ist ein Herz. Okay. Danke. Wow. Wow. Aha, die Lava saugt, glaube ich, auch das Feuer auf praktisch. Also das Feuer ist dann weg. Ja, das Feuer ist dann weg. Wow. Dumm. Outrage Mode Nummer 3. Wow. Okay. Und. Ja. Ja, gut. Das ging schneller als erwartet. Das Geräusch am Ende ist auch immer so geil. Yay, das war's. Der coolste Endboss überhaupt. Nein, vielleicht nicht der coolste. Vati ist schon geil. Also am Ende der Endboss, also der Endkampf gegen Vati ist saugeil, wirklich. Le Flammenelement erhalten. Das Flammenelement erhält die Kraft und die Licht und Wärme zu spenden und die Kraft und die Wicht und die was weiß ich noch. Ja, Herzteil, Herzcontainer natürlich. Herzcontainer, ein Herz mehr und voll Energie und Warp outside the dungeon. Outside of the dungeon.
Meine Güte, das war heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Gehen wir nun zurück zum Melter. Wo ist dein Allerwertester, Ezelo? Ich möchte gar nicht mehr weiter auf dieses Thema eingehen. Ich habe vergessen, wie ich Melter gesprochen habe. Warum habe ich das? Aber er hilft mir hoffentlich mit seiner Stimme. Wie diese Kleinen hier. Ja, Doko, alles ist gut gegangen, wie ich hier. Hab ich schon Sorgen gemacht. Das Schwert müsste bald fertig sein. Ich glaube, unser Chef erwartet dich. Okay. Wow, das Schwert sieht geil aus. Hey, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an, das ist das neue weiße Schwert. Ja, ich habe die Stimme wiedergefunden, ausnahmsweise. Weißes Schwert erhalten, ein neues Schwert, ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Pff, weg damit, weg. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, dass die Kraft der Elemente sei... Was? Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar. An der heiligen Städte. Städte, wie auch immer. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Meine Stimme für Melter hört sich gerade wie... hört sich irgendwie nach Hermann an. Das ist aber keine Absicht. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Menschen. Der Eingang soll im Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert wird die Kraft der vier Elemente, ich kann nicht lesen, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das. Dankeschön, Hermann Melter. Hermann Melter. So. Da-dum, dam-dam-dum. Yay, wir haben es geschafft und wir haben den Wirbelstab. Flip. Gut. Klopp. Okay. Können wir jetzt noch was im Gongolberg machen? Ich glaube nicht. Also ich bin da meistens hier gleich weg. Also ich glaube, es gibt hier nichts mehr zu tun. Ja, gerade war ein Schnitt. Weil, wegen Schnitt. Bäm. Also fürs Erste sollte hier wirklich nichts mehr zu tun. Habt ihr das gerade gehört? In dieser heiligen Stätte, falls ihr aufgepasst habt, ich habe das nämlich total doof vorgelesen, ich weiß. In dieser heiligen Stätte können die Kraft der vier Elemente auf das Schwert übertragen werden, was natürlich gemacht werden muss. Damit das heilige Schwert wird. Zurzeit ist es nur das weiße Schwert. Weiß, weil es halt unbefleckt, praktisch unbefleckt. Nee, weil es halt keine Kraft der Elemente in sich trägt. Runter da und wir sind am Fuß des Gongolbergs und wir können hier raus. Und Hochebene von Bele. Bele. Nicht Bele. Na, 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 deine Mutter, die laut Schwänze. Und ich kann's nicht. Der Jay hat's total gemocht, der hat total gelacht angeblich, als ich hier zu dem Main-Theme von Zelda hier, deine Mutter laut Schwänze, gesungen hab. Warum auch immer. Was auch immer daran so witzig ist. Ach, jetzt können wir ja darauf. Hey, meine Rubine. Arschloch. Was können wir denn da oben machen? Ausrufezeichen? Yay! Eine Abkürzung zum Schloss praktisch. Das ist cool. Ich habe gerade Caps Lock betätigt, warum auch immer. Ich würde jetzt mich eigentlich gerne so umschauen, was wir noch machen könnten jetzt. Also wir können ins Schloss, da will ich aber wirklich noch nicht rein. Dann möchte ich schauen, mit wem wir alles Fragmente vereinen können jetzt im Moment. So ungefähr. Ach ja, hier können wir sprengen. Okay, cool. Plops. Eine Mini-Tag-Tight, die uns so dumm. Oh, die verhindert, dass wir angreifen können und so weiter und schnell laufen und alles. Ja, toll. So, was gibt's denn hier? Okay, das dauert ein bisschen, bis wir hier was machen können. Ich weiß gar nicht mehr, ob das storymäßig wichtig ist. Hier geht's runter, okay. Herzteil! Ein Herzteil erhalten, 4 Herzteile und es... Yay, noch ein Herzcontainer. Das geht doch schneller voran, als ich dachte. Gut. Noch mehr was für die 100% getan. Ja, ich möchte mich jetzt ein bisschen umgucken. Dumm, warum gibt es hier zwei Eingänge, die aber das gleiche, also irgendwie schwach sind? Wir haben 30, okay. Hier drin war doch was, oder nicht? Ein Feenbrunnen. Okay, na dann. Ist nichts Besonderes. Gab's da nicht eine goldene Schlange? Ach nein, das war im Hyrule-Schlosshof, glaube ich. Aber hier können wir auf jeden Fall eine Bombe legen. Flip. Bam. Okay, danke schön. Wir können hier durch. Dann sind wir hier am Sela-Wasserfall. Okay. Oh.
Oh, was für ein riesiger Wasserfall. War ein wahrhaft überwältigender Anblick. Ja. So, und dieses Teil hier, diese Wand, wird später, ganz später wichtig. Und ja, sie möchte ein gelbes Fragment vereinen. Lustigerweise haben wir kein gelbes Fragment. Also müssen wir so lange warten, bis wir irgendwann mal ein gelbes Fragment bekommen. So.